Also, ja, danke, dass ihr so zahlreich erscheint bei Sonnenschein draußen und viel zu hacken im Hackcenter. Ja, mein Name ist Timo Bingmann. Ich möchte euch ein bisschen Emacs vorstellen hier. Ja, also die Emacs Learning Curve, das sind so die verschiedenen Learning Curves, die sich irgendjemand mal überlegt hat im großen Netz. Zwei fallen auf, nämlich Vim und Emacs hier in der Mitte. Der Rest ist irgendwie so dümpelt vor sich hin. Auch Vim kann man lernen, im Gegensatz zu dem, was man da sieht. Emacs, meiner Meinung nach, hat auch eine andere Learning Curve. Aber viel wichtiger, finde ich, auch für uns Programmierer, ist, dass die Learning Curve nach rechts irgendwie offen ist bei den Editoren. Ja? Also die sollte irgendwie nach rechts unendlich ansteigen mit unserem Wissen, mit unserem, also der Editor sollte uns nicht behindern, ja, in unserer Entwicklung. So, die Idee zu diesem Vortrag, also dieser Vortrag ist so eine Art, Tutorial. Ihr bekommt, also wenn ihr wollt, hier nachher so 10 Seiten zum Ausprobieren. Das sind die häufigsten Emacs-Shortcuts, Kommandos, die ich jeden Tag einfach verwende. Die sind einfach nach Häufigkeit sortiert. Und da könnt ihr dann selber das lernen und probieren. Und genau. Und im Prinzip, im Großteil des Vortrags, machen wir da einfach ein bisschen Beispiele, um euch dazu motivieren, das selber dann nachher im Hackcenter oder sonst wo auszuprobieren. Die Idee zu diesem Vortrag kam irgendwie auf der letzten GPN. Da war so ein Quizshow-Abend. Und da wurden Fragen gestellt und Antworten irgendwie so im großen Plenum. Da war auf der Bühne da drüben Quizshow und Fragen und Antworten und lauter Hacker-related Fragen. Und aus dem Publikum kam andauernd irgendwie die Antwort Emacs. Auf alles. Ich fand das witzig. Und ich glaube, auf der GPN sind auch viele Jüngere da, die irgendwie gar nichts damit anfangen können, warum jetzt Emacs eigentlich die Antwort auf alles ist. Und deswegen möchte ich euch das ein bisschen näher bringen. Gleichzeitig ist ein Vortrag über Editoren zu halten, die Frage nach Flamewalls. Ja? Okay, ich möchte da eigentlich gleich hier quasi in den Raum werfen. Ich möchte hier eigentlich keinen Flamewall starten, auch wenn bestimmt einige da sind deswegen. Aber den muss ich, glaube ich, leider gleich die Luft aus den Segeln nehmen. Denn ich bin der Meinung, es ist egal, welchen Editor ihr nehmt, solange es Vim oder Emacs ist. Ja? Denn die beiden sind im Prinzip scharfe Werkzeuge. Das sind gute Werkzeuge für das Problem, Text zu editieren. Ja? Also das eine, also Vim kann man vielleicht als scharfes Messer irgendwie betrachten, mit dem man alles Mögliche machen kann, Bäume fällen, Schrauben rein, der hat keinen Plan. Emacs ist vielleicht der etwas schwerere Ledermann, der, keine Ahnung, etwas komplizierter zu bedienen ist. Aber irgendwie so andere Editoren, die es so gibt, sind halt irgendwie viel größer und schneiden dann doch irgendwie nicht. Ja? Und das ist so die Idee. Also alles, was ich hier irgendwie zeigen werde, ich werde dann nachher irgendwie lauter Emacs-Features zeigen und ich bin mir sicher, dass Vim das auch alles kann, um jedem Wimler, der hier ist, das zu sagen. Ja? Ich bin mir 100% sicher, aber ich bin mir fast sicher, dass Atom oder sonst welche komischen Sachen das nicht können. Ja? Genau, also wir als Programmierer schreiben ja eigentlich doch den ganzen Tag Text. Es sei denn, wir überlegen und malen dann Whiteboard-Sachen und so, aber ein Großteil der Arbeit ist halt schon irgendwie textuell und viel Text bearbeiten. Deswegen muss man sich schon überlegen, was man da eigentlich lernt und auf lange Zeit sich irgendwie aneignet. Und wie die Learning Curves halt am Anfang waren, die sollten halt nicht, der Editor sollte dich nicht limitieren irgendwie. Und ja, da gibt es halt nur wenige, die das irgendwie erfüllen. Es gibt noch ein Bildchen, das ist auch sehr hübsch. Also Emacs und Vim sind beides Power-Tools. Welches man aussucht, ist egal. Hauptsache, man sucht sich eins von beiden aus. Oder beide. Und in dem Zusammenhang, wenn es hier einen Wimler gibt, es wäre cool, wenn derjenige auf der nächsten GPN oder sowas mal einen Wim-Vortrag hält. Ne? Denn mich würde das auch interessieren, wie das funktioniert. Andere Welt. Weil irgendwie lernt man immer nur eine Welt. Und das ist, welche es ist, das ist fast Zufall. Ja?
Okay, genau, das ist Notepad++ da auf der rechten Seite. Okay, genug der Vorrede, denke ich. Hoffe, ich habe alles gesagt. Jo. Genau, also eigentlich bin ich selbst nicht so ein Über-Lisp-Hacker oder sowas. Ja? Also ich benutze das jeden Tag, irgendwie seit 10, 15 Jahren oder sowas. Keine Ahnung, lange Zeit. Aber so Lisp kann ich nur Coding by Googling machen. Also mehr geht da nicht. Da gibt es die alten Leute, die das doch noch viel besser können. Vielleicht werde ich ja auch eines Tages so. Okay, wie sieht das aus? Emacs gestartet. Zugegebenermaßen, das ist mit meiner Config. Also das ist immer so das Addendum. Das ist nicht unkonfiguriertes Emacs. Das ist mein 10 Jahre alte Config, über 10 Jahre gewachsene Config. Die Hub könnt ihr euch runterladen und probieren. Im Wesentlichen ist es gleich. Es sieht nur alles hübsch aus. Okay, und das ist es. Das sieht so maximal unspektakulär aus. Man sieht nichts. Ja? Man sieht ein schwarzes Feld, wo lauter Text drin sein kann. Kann man den Text ein bisschen größer machen. Und das hat kein Interface. Das ist langweilig. Da saß ich im Hackcenter und der Typ hat angeguckt, was machst du da? Das ist eine Command, das ist ein Terminal. Nein, das ist kein Terminal. Das ist Emacs und das hat einfach kein Interface. Das ist, oder sagen wir mal so, das hat ein unsichtbares Interface. Das ist der Witz. Das hat keine Buttons. Ja, es gibt ein Menübar, die man sich anschalten kann. Ich verwende die nicht. Ja, es gibt Scrollbars, braucht man alles nicht. Das Interface ist unsichtbar, weil man muss es mit Tasten benutzen, Tastenkombinationen verwenden. Also Buttons gibt's auch irgendwo, braucht man nicht. Okay? Das ist auch der große Unterschied. Ja? Also ist halt nicht bunt, nicht farbig, aber dafür schnell und mächtig. Okay, und dann fängt es gleich an. Also wir müssen Tastenkombinationen verwenden, um Emacs zu machen. Und dann und die sind meistens so kompliziert und lang und mit Kontroll und Modifikatoren und so. Und deswegen müssen wir mal kurz die Modifikatoren angucken. Das ist so ein altes Lisp-Keyboard hier. Da haben sie irgendwie vor langer Zeit mal Maschinen gebaut, die dann Lisp-Code interpretieren konnten. Und da gibt's die Modifikatoren. Also Shift kennt ihr. Control ist Steuerung in Deutsch. Meta, habt ihr sowas auf dem Keyboard? Alt, genau, das ist Alt. Super, habt ihr sowas? Windows-Taste ist dank Microsoft haben wir jetzt eine Super-Taste. Hyper haben wir noch nicht, schade. Da gibt es noch ein paar andere, die wir noch nicht haben, aber also es gibt Shift, Control und Meta, das sind die wichtigen Emacs-Keys. Ja? Lustig ist auch Rub-Out, was weiß ich, wofür sie das verwendet haben. Unendlich-Zeichen und die hatten damals schon Like-Button. Okay, das klappt nicht. Okay, und damit fängt im Prinzip die Reise auch schon an. Also, ich mach mir mal so ein kleines Tool hier auf, damit ihr seht, was ich hier tippe. Und ihr müsst mich auch irgendwie dann darauf hinweisen, wenn ich viel zu schnell tippe, denn das wird garantiert passieren. Wunderbar. Wunderbar. Okay, also in Emacs kann man tippen. Man kann ohne Modes tippen. Keine Insert-Mode oder sowas. Ja? Einfach losschreiben. Schreiben, ja, das war schon ein Autocompleter. Na gut. Okay. Easy. Easy peasy. Damit hört es auch schon auf. was wollt ihr euch als erstes zeigen? Ich glaube, Copy und Paste. Das ist das Interface. Also, das ist das Interface von Emacs. Was ihr da seht, ist ein sogenannter Emacs-Frame. Ja? Das gibt Frames und man kann Frames duplizieren. Dann habe ich zwei Frames. Und die beiden Frames sind das gleiche Emacs und die Frames zeigen die gleiche Datei. Das ist die gleiche Datei. Yeah. Und das ist ein Emacs-Prozess. Emacs können auch irgendwie Fensterchen machen, aber ich mache persönlich sowas nicht. Die Teilung von diesen ganzen Fenstern, also dass die jetzt hier nebeneinander aufpoppen, ist nicht Emacs, sondern das ist mein Window-Manager. Also ein Tiling-Window-Manager und wer kein Tiling-Window-Manager verwendet und codet, der sollte das unbedingt mal ausprobieren. Weil im Prinzip ordnet der halt automatisch die Fensterchen hübsch an oder so, wie man es braucht. Und wenn man dann irgendwie noch zwei andere Monitore hat, dann schiebt man halt dieses Emacs-Fenster auf die anderen Monitore drauf und dann hat man auf einmal alle Monitore voll von Emacs-Fenstern und dann hat man
was mit dem man arbeiten kann. Okay, genau, also man kann Text schön rumeditieren, Copy und Paste. Ja, klar. Kann Emacs selber, wenn man jetzt aus irgendwelchem Grund keinen Tiling-Manager verwendet, zum Beispiel, wenn man da jetzt Windows benutzt oder so, kann Emacs sowas auch selber? Jein. Also hier, es gibt solche Fensterteiler. Ja? Mhm. Ich glaube, 3 macht das vertikal. Ja? Und dann kannst du hin und her mit Pfeilen. Ja? Also ja. Ja, ich verwende es nicht, weil dann kann man die, ich weiß nicht, wie man sie tauschen kann, beispielsweise. Ja, also geht bestimmt, aber was die Tasten sind, ich nehme da die Maus und schiebe die durcheinander und gut ist. Und ab mehreren Monitoren klappt das sowieso nicht mehr. Ja? Okay, Copy and Paste. Copy and Paste, also ist normalerweise Steuerung C, Steuerung V, Steuerung X. In Emacs ist das nicht. Und es gibt einen guten Grund dafür. Und man sollte das nicht umstellen. Weil Steuerung C irgendwie so die Einleitung ist für fast alle coolen Kommandos. Nämlich Compile. CC ist Compile. CV ist View und solche Dinge. Also C ist irgendwie, Control-C ist so ein wichtiger Kommando, dass man den nicht irgendwie ersetzen sollte durch sowas Einfaches wie Copy und Paste. Ja? Und also deswegen ist Copy und Paste, man markiert Zeug. Kann man mit der Maus machen, wenn man das unbedingt möchte. So. Und dann, genau, Control-W ist Cut. Control-W. Control-Y ist Paste. Control-Alt oder Meta-W ist Copy. Und ja, Alt. Control-W. Control-Y ist dann Yank, das heißt Yank und Kill. Halt ein bisschen anders, so machen wir nochmal. Und so weiter und so fort. Da gibt es auch so ein paar nette Kleinigkeiten, irgendwie, wenn man Alt Backspace macht, dann ist es Copy von dem letzten Wort. Und, keine Ahnung, Control Backspace ist Kill das letzte Wort. Und so weiter. Also, Kleinigkeiten. Kann jeder normale, sinnvolle Editor. Kann jeder normale, sinnvolle Editor das da. Jetzt habe ich was gejankt. Und jetzt habe ich festgestellt, oh, jetzt habe ich, das ist nicht das, was ich wollte. Das, was ich wollte, war irgendwie das davor. Muss ich jetzt da nochmal hingehen? Nee, ich drücke einfach Meta Y und nochmal Meta Y und nochmal Meta Y und dann bekomme ich meine Copy and Paste History. Ja? Also Copy bla. So, wenn ich das jetzt fälschlicherweise beim Programmieren beispielsweise kopiert habe und das da eingefügt habe, aber eigentlich den Text von vorne wollte, dann eine komplette Undo History, die irgendwie 100 Einheiten lang ist oder sowas, keine Ahnung, wie lang die ist, also Ewigkeiten. Benutze ich andauernd, ja? Das war Copy und Paste. Vielleicht noch wichtiger, was ich vorhin vergessen hatte, war Cancel, Undo. Wenn ihr damit anfangt, hier zu arbeiten, Copy und Paste ist wichtig, Undo ist noch wichtiger, ist der erste Eintrag in dem Ding. Wie macht man Zeug rückgängig? Oder sagen wir mal, erst wenn Emacs sich seltsam verhält, dann ist es in irgendeinem Modus drin, dann muss man das canceln. Und die wichtige Cancel ist Control-G. Und das kann man so oft drücken, wie man will. Und irgendwann mal ist Emacs dann wieder im normalen Zustand, wo man das Zeug machen kann. Und wenn das nicht funktioniert, dann drückt man Control-Bracket zu, was irgendwie mehr Undo, also aus irgendwelchen Modi noch tiefer rausspringt. Also die beiden sind die wichtigsten Tasten. Undo, also nicht, das ist nicht Undo, ist Cancel. Cancel whatever. Ihr werdet das ganz häufig sehen, dass ich das drücke, bevor ich irgendwas mache. Das ist so die Einleitung, wenn irgendwie was komisch ist. So, Undo. Undo in Emacs ist genauso anders wie Copy und Paste. Also wir schreiben mal was und dann machen wir und dann machen wir Undo. Undo ist C Backslash. Aber ihr bekommt ja den Zettel, braucht ihr nicht aufschreiben. Undo, weiter Undo. Undo und so weiter und so fort. So. Wenn ich jetzt wieder Undo mache, dann passiert Folgendes. Dann wird Undo undoed. Gehen wir wieder zurück bis zu dem ABC. Jetzt habe ich Undo undoed. Und jetzt fängt es weiter mit Undo des Undos an.
Und irgendwann mal kommt dann die vorherige Undo-History. Okay, jetzt habe ich abgebrochen mein Undo. Jetzt kann ich den Undo, das Undo wieder undoen. Ja? Also, da war mein ABC und jetzt bin ich eins zu weit, deswegen kann ich den Undo wieder rückgängig machen. So, jetzt kann ich wieder. Also Undo erzeugt halt ein neues Befehl auf dem Undo-Stack und der wird halt dann undoed. Ja, also es ist ein Undo-Stack. Ja. Okay, gut. Was haben wir denn noch? Wie man Dateien öffnet und so weiter, das zeige ich euch jetzt nicht, das ist einfach. Ja. Gut, ja. Wir editieren mal Source Code. Das ist irgendwie sinnvoller. Control XF macht irgendwie Dateien auf. So, machen wir irgendein hübsches Beispiel. Ich gebe niemals einen vollen Dateinamen ein hier. Ich verwende natürlich einen Dateibrowser oder sowas in der Art und Weise. Gut, suchen wir uns mal was aus hier. Sowas. Sieht man da überhaupt was? Ja, man sieht was, oder? Man sieht irgendwie nur Pfeile. Okay. Gut, also Source Code kann man editieren, wer hätte sich's gedacht. Vielleicht die paar Tricks und Kniffe, die man beim Source Code editieren halt auch so verwendet. Hauptsächlich irgendwie so Autovervollständigung. Jetzt mal hier raus. So. Also man, es gibt einen, ich verwende einen ganz einfachen, dummen Autocompleter. Ja? Und zwar fängt man da irgendwas an zu schreiben und drückt Meta Slash. Und der expandiert dann quasi den Anfang des Wortes durch Matches, die er irgendwo findet. In dem Fall halt irgendwie da zwei, drei Zeilen drüber und so weiter und so fort. Wenn man dann noch weiter drückt, dann sucht er sich lauter Dinge, die halt damit passen und anfangen. Das klingt erstmal doof. Es ist unglaublich schnell. Es ist aber auch in dem Sinn besser, weil er sucht in Kommentaren und in Strings und allem Möglichen. Und falls er es in der Datei nicht findet, sucht er irgendwo anders in den allen Dateien, die man gerade irgendwie offen hat. Und wenn er es da nicht findet, dann sucht er in dem Verzeichnis nach Zeug, was irgendwie passt. Und das funktioniert fast immer. Ja, also das probiert man mal aus und das ist das, was man eigentlich so braucht. Gut. Was will ich euch denn alles zeigen? Genau, das war Expansion und vielleicht das nächste ist irgendwie Suchen und Ersetzen. Also Suchen ist auch ganz easy, ja. Also da drückt man irgendwie Steuerung S und dann schreibt man los und dann sucht er das Zeug. Und wenn man mehr möchte, da drückt man noch mehr Steuerung S und wenn man nach oben will, dann drückt man Steuerung R und dann sucht er. Ich kann IDE-Editor einfach nicht mehr verwenden, weil wenn ich da Steuerung F drücke, dann dauert es eine Sekunde, bis da ein Dialogfeld da ist. Wenn ich vorher anfange zu schreiben, dann schreibt er es in meinen Text hinein. Ja? Also das kann es nicht sein. Ja? Hier drückst du irgendwie so und dann so, unsorted. So. Und dann geht das schnell. Kein Problem. Natürlich gibt es auch Suchen und Ersetzen. Suchen und Ersetzen hat einen etwas gewöhnungsbedürftigen Hotkey. Steuerung Alt Prozent. You get used to it. Und dann ersetzt man was. Und sort durch, keine Ahnung, sorted, aber das gibt Käse. So. Suchen und ersetzen, wer hätte es gedacht, funktioniert. So, euch habe ich vorher jetzt gerade die Expansion gezeigt von Sachen. Die Expansion funktioniert auch in dem kleinen Ding da unten. Das ist dieser Mini-Buffer da unten, das ist irgendwie die Modeline, das ist der Mini-Buffer. Da gibt man halt ein, wenn Suchen und Ersetzen Zeug passiert. Suchen und Ersetzen, ich gebe Suchen und Ersetzen ein. Und jetzt schreibe ich nur noch comp und expandiere comp. In dem Mini-Buffer da unten, das ist die gleiche Kommando wie vorher. Und er expandiert mir das Ding unten. Ja? Wie cool ist das? Beim Suchen und Ersetzen sucht man normalerweise Zeug, was vorher irgendwo im Buffer drin ist. Und dafür verwendet man die Expansion. Ja? Also das ist ein kleines Emacs-Fensterchen, in dem fast alles funktioniert. Okay. Was haben wir noch? Genau. Es gibt auch so Lust, also man kann, es gibt natürlich auch so Snippets, das ist mein Lieblingssnippet. Kann man natürlich auch machen. Braucht man nicht unbedingt. Also for i oder sowas kann man dann zu größeren Dingen expandieren. Das kann auch jeder normale Editor. Wem kann das auch? Ja. So. Was haben wir noch?
Eins der auch extrem netten Dinge ist, ist die Markierung, die ihr vorher gesehen habt für Copy und Paste. Mit der kann ich den Undo-Bereich restriktieren. Also hier habe ich gerade irgendwie bei dem Suchen und Ersetzen das Unsorted durch Sorted ersetzt, was hier Quatsch ist. Ja? Und wenn ich jetzt weiß, dass ich nur Sachen in diesem Bereich rückgängig machen will, markiere ich den und mache Undo in diesem Bereich. Und jetzt findet er nichts mehr. Und jetzt machen wir Undo das Undo. Ah, das klappt nicht. Okay? Also, ich kenne keinen anderen Editor, wo das geht. Ich markiere einen Bereich und Undo wird restriktiert auf diesen Bereich. Das geht auch mit Suchen und Ersetzen, klar. Also Bereich markieren, Suchen, Ersetzen in dem Bereich ist dann auch restriktiert. Ich verwende das unglaublich häufig, wenn ich irgendwie Source Code editiert habe, an 1000 Stellen editiert habe und dann stelle ich fest, irgendeine Datei, irgendeine Funktion habe ich eigentlich doch gar nicht verändern brauchen. Dann markiere ich die Funktion und undo alles in dieser einen Funktion. Das ist cool. Oder wenn ich irgendwie bestimmte Dinge undoen möchte oder auch nur sehen möchte, was ich dort geändert habe, dann restriktiert sich das. Okay. Eins der etwas advancederen Sachen, dann jenseits von den Sachen, sind Keyboard-Makros. Emacs, die ganzen Tasten, die ich hier eingebe, sind im Prinzip Befehle an Emacs. Ja? Jede Taste ist irgendwie ein Befehl. Und man kann diese Befehle auch explizit aufrufen, bevor ich euch vielleicht das zeige ich am Ende. Also ich kann mir Aufzeichnungen machen von meinen Tasten und die neu abspielen. Also das hat mir jemand mal gezeigt vor langer Zeit, als ich irgendwie so Dateien editiert habe, wo man dann irgendwie auf der Tastatur rumhämmern musste, so überall eine 1 hinschreiben musste oder sowas. Also oder ein Kommata irgendwo einfügen, 100 Mal an der gleichen Stelle ein Kommata einfügen musste oder sowas. Die Emacs-Makros sind noch mächtiger. Zum Beispiel, also man braucht da noch was anderes. Also mit Pfeilen mache ich einen Schritt. Ja? Mit Pfeiltasten mache ich genau einen Schritt, irgendwie ein Zeichen rechts, links. Mit Control springe ich über Wörter, / Paragraphen, wenn es hoch und runter geht. Wörter. Wenn ich Control, gehen wir mal irgendwo hier hin. Wenn ich Steuerung Alt Shift drücke, alle Modifikatoren, dann traversed Emacs den Klammerbaum. Ja, also das ist der Klammerbaum, und dann gehe ich noch einen Schritt höher. Und noch einen Schritt höher. So, und jetzt schreiben wir mal ein kleines Keyboard-Makro. Keyboard-Makros fangen irgendwie mit Steuerung X, Klammer auf an. Wir suchen die nächste geschweifte Klammer auf mit Suchen. Gehen eins zurück, setzen eine Markierung, traversen den Klammerbaum eins nach rechts, cutten den Bereich, zurück und einen Strichpunkt. Und jetzt Ctrl-X-E führt dieses Makro nochmal aus. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und jetzt noch weitere drei Male bitte dieses Makro ausführen. Okay? Cool. Also lieber rückgängig, das hat alles gelöscht hier. Okay. So, macht man das jeden Tag? Ich schon. Okay, was anderes, also außer Text editieren, tun wir compilen. Ich sehe andauernd Leute, die irgendwie dann ein Terminal nebendran offen haben, um irgendwas zu compilen. Never. Würde ich niemals mehr tun. Compiling in Emacs. Also wir zurück in der... ich habe natürlich vergessen. Das da ist kein Dateilisting. Also ich meine, ja, es ist ein Dateilisting, aber das ist eigentlich ein vollständiger Dateimanager. Ja? Weil ich kann hier halt Sachen umbenennen mit R oder sowas. Named. Oder kopieren. Copy. Oh,
oder markieren und copyen und woanders einfügen. Das Copy und Paste sind die gleichen Befehle, ja? Also wie vorher. Okay, aber eigentlich wollte ich hier compilen und ich habe hier schon meinen Bildordner, den ich halt irgendwie vorher gemacht habe. Und wer hätte sich's gedacht, der Befehl zum Compilen heißt Compile. Und MetaX ist vielleicht der mächtigste Befehl überhaupt in Emacs, weil der quasi alle Kommandos aufrufen kann, alle Funktionen, die da in dem Ding verbaut sind. Und MetaX ist, dann gibt's da unten die kurze Liste von den letzten, die ich irgendwie verwendet habe. Lustigerweise ist da Compile dabei. Ich zeige euch nachher noch was mit MetaX. Also ich möchte jetzt in dem Verzeichnis kompilieren. Das ist halt irgendwie schon ein bisschen vorbereitet. Und nachdem ich jetzt gerade den Source Code komplett kaputt gemacht habe, wird das garantiert nicht compilen. Wie compiled? Wer möchte wissen, wie ich es compile? Ich möchte Make aufrufen. Wer hat sich's gedacht mit ein paar? Möchte speichern, ja. Compiling. Das ist jetzt, er führt einen Befehl aus. Es ist, statt im Terminal kriegt man das in einem Emacs-Buffer. Man kann alle schönen Dinge hier auch tun, nur ist der schreibgeschützt, sonst passieren komische Dinge. Und jetzt ist halt Emacs nicht so schlau, aber das ist Standard, dass man halt irgendwie hier draufklicken kann und zu dem Punkt springen kann, na komm schon, wo die Warnung ist. Das sollte Standard sein. Was glaubt ihr, wie viel oft ich Leute beobachte, die aus ihrem Terminal dann die Zeilennummer rauskopieren? Sonst noch was? Tut mir leid. So, also da habe ich eine Warnung drin. Okay, soll ich die jetzt kurz reparieren? Ja, das ist irgendwie hier. Ich glaube, da gehört ein S hin oder sowas. Weiß jemand, was UINT64 für ein Printf-Dings hat? Nee, LLD ist Long Long Double. Long Long Dezimal. Okay, wer repariert lieber das Unsorted? Ich könnte es auch casten, das wäre easy. Okay. Und F5 kompiliert es neu. Speichert alles. Der neue Emacs-Buffer, weil es ein neues Fenster hat, den werden wir dann. Das ist ein Split. Also der macht standardmäßig einen Split auf. Lustigerweise überlegt er sich irgendwie, welche Diagonale jetzt eigentlich die längere ist, wo er geschickter splitten kann. Also jetzt hat er irgendwie festgestellt, mein Bildschirm ist breiter als hoch, deswegen splittet er mal in der Mitte. Normalerweise kommt es unten, weil, ja. Und das ist ein Split. Also es ist ein Window. Das Ganze heißt Frame und das innen drin heißt Window. Seltsamerweise. Nein, das macht keinen Sinn, aber das ist halt von anderen Firmen wurde es umbenannt. Also, naja. Okay. Warum ist halt neues Fenster? Also, weil das ist ja eigentlich direkt wieder zumachen, wenn dein Compiler funktioniert. Ja, ja. Das ist direkt wieder zu und das ist einfacher, wenn es ein Teil-Window ist und nicht das ganze neue Window ist. Ja. Genau, also wie man mit den Fenstern umgeht, steht auch in der Anleitung dann drin. Das habe ich euch noch. Expand. Also das war Compiling. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Wegen den ganzen Beamer-Sachen habe ich das nicht ausprobieren können. Also das ist der Standard-Browsing, was ich hier die ganze Zeit mache mit den Dateien und so weiter. Emacs kann nahezu komplett Remote-Systeme per SSH steuern. So, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Also beispielsweise, ich entwickle häufig irgendwelche Sachen auf meinem eigenen Rechner und die sind aber eigentlich nicht dafür gedacht, ja, sondern die sind halt irgendwelche für irgendwelche größeren Rechner geeignet. Und im Prinzip kann ich hier auf einen anderen Rechner draufgehen, indem ich hier unten so ein bisschen was eingebe. Und hoffe mal, dass das Netz der GPN funktioniert. Und er SSH-t sich auf den anderen Rechner hier drauf. Und dieses Verzeichnislisting ist jetzt irgendwo in der Uni. Da habe ich auch mein Projekt, wer hätte sich's gedacht. Nur ist dieses Mal das alles ein entfernter Rechner. Man sieht keinen Unterschied, bis auf dass es ein bisschen langsamer ist.
Und das ist hoffentlich compiled, weil ich es noch nicht kaputt gemacht habe. Okay? Diese Datei hat der sich jetzt per SSH, per so Fischzeug da, also per SSH irgendwie vom anderen Rechner geholt und zeigt es mir in meinem Buffer an. Der Emacs läuft noch immer hier. Ja? Und also mit Vim würde man auf den anderen Rechner draufgehen und im Terminal drumherum arbeiten. Ja? Also das ist der Unterschied. Ja? Der Emacs-Prozess bleibt hier. Und deswegen ist er auch responsive. Ja? Gut. Jetzt compile ich auf dem entfernten Rechner, der an der Uni hier steht. Ich gehe in das gleiche Verzeichnis rein. Da ist mein Bildverzeichnis. Und compile auf dem entfernten Rechner. Aha. Das ist alles noch immer Standard Emacs. Okay? Ist ganz praktisch, weil der hat ein paar mehr Cores als mein Notebooklet da. Also wird es sonst warm. Okay. Und jetzt vielleicht, also lass mal den mal da drüben compilen. Ich mache hier lauter Dinge implizit, ja? Frage? Wenn die SSH-Verbindung zwischendrin abbricht? Dann geht es halt zu drüben, so wie das mit SSH immer geht. Okay. Ja, kann man da vielleicht Morse einbinden? Bitte? Nee, ich kenne. Nee. Das ist praktisch SSH nur irgendwie und wenn man da das Netzwerk wechselt oder so, dann. Der macht halt einen Remote Shell auf, ja? Und. Mosh kann kein File-Transfer. Mosh kann kein File-Transfer. Mosh ist auch was anderes als SSH. Was Mosh macht, ist halt Bildschirminhalte bzw. Terminalinhalte synchronisieren. Das heißt, wenn ich da jetzt auch mehrere drauf habe, und ich habe immer Mosh zu meinem Server auf und da einen Keymax dran. Und wenn ich jetzt auf einem anderen Rechner das auch noch auf habe, den in der Zwischenzeit offline habe und der Inhalt sich verändert hat, und ich mache den Rechner wieder an, hat Netzwerk, das Mosh, das synchronisiert dann das komplette Terminal einfach. Also es reattached sich zu dem gleichen Terminal Session, ja. Aber es ist halt Terminal basiert, ja. Also Mosh hat einen anderen Sinn als SSH. Mhm. Das ist wohl deine Antwort. Einmal ist mir eine AWS-Maschine abgeraucht, also nicht abgeraucht, aber entfernt worden von Amazon Web Service und ich habe per SSH dort irgendwie die Dateien editiert und dort gearbeitet auf der entfernten SSH-Instanz. Und weil das eine Spot-Instanz war, haben sie mir die gekappt und weggenommen. Glücklicherweise hatte ich meinen Emacs-Buffer noch da und konnte meine Arbeit speichern, weil die Spot-Instances, die kann AWS einfach einem wegnehmen. Fertig. Die sind dafür billig. Okay, ich wollte euch Versionskontrolle noch zeigen. Ich mache lauter Dinge hier implizit. Das war jetzt gerade, ich muss zurück zu meinem alten Buffer, deswegen muss ich mir meine Bufferliste anzeigen. Das sind lauter Buffer, sind die Dinge, in denen Emacs halt editiert. Und das waren jetzt alle, die ich hier gerade irgendwie mit der Zeit aufgemacht habe. Die einen Teile waren halt auf dem entfernten Rechner, die anderen waren hier lokal. Machen wir wieder auf. Versionskontrolle, Git. Ist so ziemlich das, also Git verwendet hoffentlich jeder. Und Magic, das Git, die Git-Integration von Emacs heißt Magic. Und Git. Und die ist der Hammer. Das kann man nicht anders sagen. Ich werde jetzt ganz, ganz langsam tippen, weil mit einem einzigen Tastenkommando macht man so viel. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was ich hier in den Dateien alles kaputt gemacht habe. Also man startet irgendwie Magic mit, bei mir, Control F12. Keine Ahnung, kann man umbelegen natürlich. Das ist Git-Status. Seht ihr das? Ja, das seht ihr. Was habe ich denn da jetzt gerade alles gemacht? Ich habe die License-File renamed. Das ist keine gute Idee. Das sollte man nachher rückgängig machen. Ich habe hier alles Mögliche gemacht. Das ist jetzt Git-Diff in dem Status. Ich habe Tab gedrückt und dadurch faltet das quasi die Änderungen auf und stellt fest, dass ich Käse gebaut habe. Und jetzt werde ich die einzelne Änderung, die ich hier, jetzt kann ich die einzelnen Änderungen angucken, ja, und rückgängig machen, indem ich KY drücke. Ich suche mir, also das war irgendwie diese Leerzeichen da eingefügt. Ich gehe quasi jetzt, also jedes Mal, bevor ich irgendwie einen Git-Commit mache, gucke ich mir an, was ich geändert habe.
und werf alles raus, was irgendwie nicht in den Git-Commit reingehört. Und wenn ich jetzt Enter drücke, was glaubt ihr, was passiert? Die Datei statt ist genau da, wo die Änderung war. Ja? Deleted Datei kann ich wiederherstellen, indem ich K und Y drücke. Stagen, genau. Oft will ich nicht alles committen, weil ich irgendwie an 2, 3 Features gleichzeitig gearbeitet habe. Dann will ich nur diesen Teil stagen, indem ich S drücke. Dann machen wir einzelne Hunks. So, machen wir Onstage. Und dann machen wir nur das Löschen. Also es ist irgendwie blöd. Ich mache da mal ein paar. Ein bisschen Unsinn hier hinein. So. Okay, und jetzt tue ich nur den ersten Teil stagen, ja? Und jetzt klappe ich das hier wieder ein und das sind die gestagten und das ist nur diese Zeile. Also gut, diese machen wir die eine da weg, das brauchen wir nicht. So. Ja. Und jetzt committe, also, oh je, ich committe das am besten nicht. Na gut, ich committe das, werde es nachher dann noch zurückrollen, sonst kriege ich Ärger. Commit ist CC. Das sollte nicht in den Master Branch. Ctrl-CC, ich habe einen neuen Commit geschrieben. Okay, ich werde den jetzt auch gleich wieder rückgängig machen, beziehungsweise killen, indem ich mir einfach meine komplette Branch-Liste angucke. Dazu drücke ich Y. Das ist... das ist meine etwas zugegebenermaßen etwas komplizierte Branch-Liste. Dieser Branch kann ich hoffentlich zurückmachen. Das weiß ich jetzt nicht. Ich muss mal gucken, was die History sagt. Die History sagt, dass Origin Suffix Sorting passt und dass mein Command ist. Deswegen werde ich den Origin Suffix auschecken und damit überschreibe ich den lokalen Branch. Das mag er nicht, weil ich habe mir noch viel mehr komische Sachen gemacht, deswegen werde ich die einfach mal rückgängig machen und dann gehen wir wieder in die gehen wir wieder ins Magic zurück und wieder in den Branch Manager hinein und schon den Remote Branch auschecken und damit habe ich meine Log History wieder repariert. Wie viele Zeilen braucht ihr da dafür auf der Kommandozeile? 2. Okay, also Magic ist schon der Hammer und Magic funktioniert genauso auf den entfernten Rechnern. Das hier war mein entfernter Rechner. Ja. Und jetzt ist Magic auf dem entfernten Rechner aktiv. Das dauert ein bisschen. Ja. Ah, da habe ich noch mehr komische Sachen, die ich, da habe ich irgendwie drei Stashes, die, keine Ahnung, vor 100 Jahren mal gemacht und weiß schon lange nicht mehr, was da drin steht, deswegen gucken wir doch mal einfach den Stash rein. Einfach Enter drücken. Also Magic ist gefährlich. Man macht einzelne Tasten und es passiert so viel und wenn man das nicht, dafür hat es eine ganz tolle Hilfe. Also wenn man hier irgendwie sowas drückt, dann oder fetchen tut, dann ist da eine Hilfe da unten. Und die sollte man auch tunlich lesen. Okay, was habe ich euch noch? Was sich zu einem Befehl, bevor man abschickt, die Git-Befehle anschaut, die erzeugen würde? Keine Ahnung, nein. Weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Ah, das ist der Prozess, ja? Das Prozessfenster, super. Ja, also da kann man sich das anzeigen. Ja. Oder auch nicht. Dann machen wir mal, ja gut, machen wir doch mal so. Mit A macht man Apply. Ja, okay, hier sind die Befehle, aber das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Gut, egal. Gut, was gibt's noch? Tab, nicht Tab Completion, sondern
Jumping von Symbolnavigation. Ja? Also wenn ich zur Definition von irgendeiner Funktion springen möchte, dazu muss er halt die Dateien parsen. Ja? Und also die großen IDEs parsen da irgendwie die ganzen Dateien und holen, extrahieren möglichst viel raus, ein halber Compiler oder vielleicht sogar noch mehr, weil du die Template-Sachen beispielsweise auflösen musst. Aber wenn man, ich verwende da ganz normalen, einfachen Tags. Ja? Die heißen Tags, das ist irgendwie GNU Global Tags. Das ist so ein Indexer für verschiedene Source Codes, also geht auch Java und so Zeug. Und man muss eigentlich, man navigiert dann auf ein Symbol, Print Collective irgendwie, und drückt Meta Punkt. Okay, das war gerade auf dem entfernten Rechner, deswegen war das ein bisschen langsam. Und der findet die Definition. Er drückt nochmal Meta Punkt, dann sucht er sich alle Vorkommnisse dieses Symbols. Das ist schnell und klug und funktioniert eigentlich ganz gut. Nee, das war nicht entfernt. Na gut, also ja. Und dazu baut der so eine kleine Datenbank an den ganzen Symbolen. Also beim ersten Mal muss man das machen und das geht schnell. Im Gegensatz zu irgendwelchen IDEs, die da stundenlang irgendwelche Projekte parsen. Dafür ist es nicht super intelligent, weil es quasi ein C-Symbol-Indexer ist. Der ignoriert quasi den C++-Kontext. Ja? Was doof ist, aber wenn, ja. Einfache, also es gibt so eine Art, es gibt eine Art IDE schon, die funktioniert mäßig gut. Mal sehen, ob das hier funktioniert. Indem ich Control-Enter drücke, dann überlegt er sich, muss die ganzen Dateien parsen und wenn man viel Glück hat, dann kriegt man die Liste von den Methoden. Wenn man wenig Glück hat, so wie jetzt, dann nicht. Das Problem liegt in dem Moment, in dem irgendwelche Templates drin vorkommen, ist vorbei. Ja? Das funktioniert einfach noch nicht. Ich weiß es nicht, ob es da gute Clang-Plugins gibt. Vielleicht ja. Damals, als ich das probiert habe, gab es das nicht. Da ist man ein bisschen aufgeschmissen. Ich persönlich mache dann normalerweise die passende Header-Datei nebendran auf irgendeinem Bildschirm, weil ich muss sowieso den Text lesen, um zu verstehen, was ich eigentlich da aufrufe. Ja? Also da hapert es meistens eher an Verständnis, wie Funktionen aufzurufen sind. Okay. Es gibt tatsächlich eine ganze IDE für Emacs. Jetzt kommt wieder der MetaX und danach ECB. Activate. Das ist quasi eine ganze IDE. Ich verwende die nicht, weil die mir zu kompliziert ist. Die Komplexität liegt normalerweise in meinem Code, nicht in der IDE. Aber die passt einem dann so hübsch die Dateien. Ja, passt mir in Dateien. Ah, muss ich drauf sehen. Ja. Wenn die Datei zu kompliziert ist, kommt nichts. Oder er ist noch am Parsen. Ja. Achso, die enthält nur eins, das ist natürlich schlecht. So, hier ist irgendwie, sind die paar Methoden. Ich habe irgendwie lauter schlechte Beispiele gerade. Nehmen wir mal das da. Oder das da. Hier. Hier beispielsweise parst er dann halt die Datei und sucht die ganzen Methoden und Attribute von irgendwas raus und dann kann man da drauf gehen und dann springt man da hinten und so weiter. Also, das ist alles so hübsch und so weiter. Ich verwende das nicht, ist mir zu viel Screen Real Estate geklaut für wichtige Dinge. Ja, gibt's auch. ECB. Manche Leute verwenden das. Das ist quasi so eine IDE. ECB ist jetzt konkret für den. Ich glaube, Java kann es auch noch. Also, aber ja. Java ist halt wahrscheinlich dann doch besser mit Eclipse zu verwenden. Das liegt aber an der Sprache selbst. Okay, ja, da gibt es so die paar Witze. Also genau, ja, also Emacs ist ja ein Akronym für viele Dinge.
Du hast jetzt gerade eben vorher die Git-Integration gezeigt. Es kommt halt manchmal vor, dass man da mit irgendwelchen verstaubten Leuten zu tun hat und die dann sagen, nein, seit 30 Jahren funktioniert der CVS. Gibt es auch für andere Systeme dann halbwegs gute Möglichkeiten? Also Magic ist richtig, richtig gut. Ja? Die anderen sind bei weitem nicht so gut. Es gibt sie, SVN verwendet man ab und zu, ja noch. CVS habe ich jetzt ehrlich gesagt nie verwendet im Emacs. Auch wenn ich Emacs schon irgendwie seit 10 oder 15 Jahren verwende, habe ich es irgendwie nie mit CVS verwendet. Ich glaube, SVN gab es damals schon. Hast du in der Zeit überhaupt CVS verwendet? Ich glaube, SVN gab es gleich ungefähr um den Dreh, wo ich da angefangen habe. Das gibt es schon ziemlich lang. Also es gibt so ein, ich weiß, dass das Versionskontroll-Plugin, es gibt so ein Mega-Package, das heißt irgendwie VC für Versionskontrolle, und das hat dann 1000 Backends und die funktionieren auch irgendwie alle mäßig gut. Es ist kein Vergleich zu dem, was man mit Git macht. Ja? Okay. Was haben wir noch? Wir haben noch Org Mode. Also das war die ganzen C++-Editierereien und so weiter. Also ist ja, das macht man tagtäglich. Das andere, was, also das ist ja ein Texteditor. Ja? Und irgendjemand hat sich dann mal überlegt, eine Art gliedernde Outline-Methodik zu machen. Es gab zuerst die Outline Mode. Wo irgendwie so Spaltenüberschriften farbig markiert werden konnten und die dann auf- und zugeklappt werden konnten. Und heute gibt es Org Mode, ja. Und Org Mode ist, derjenige, der das gemacht hat, meinte, er müsse jetzt sein ganzes Leben in solchen Auffaltkarteikarten hierarchisch sortieren. Und derjenige hat halt Emacs verwendet und hat das halt geschrieben. Und das ist Org Mode. Also die Grundfunktionalität ist irgendwie das da, Header, Subheader, Auf- und Zufalten von Subheadern, so und so weiter. Klingt erstmal wenig spannend, das war Outline-Mode. Dann ging es weiter. Dann gibt es Links in diesen Org-Mode-Files und das ist hier meine, machen wir lieber wieder weg, das ist mein Startbildschirm für Emacs. In dem und gleichzeitig die Endless-To-Do-Liste, in dem alles drinsteht, irgendwie, was ich in Form von Text mache. Beispielsweise sind da irgendwelche komischen Kommandos, die ich halt aktuell verwende. Und wenn die verloren geht, dann muss ich mir die neu überlegen. Deswegen schreibe ich sie da rein. Oder hier sind irgendwelche Notizen zu den Sachen, die ich halt mache. Und dann schreibe ich sie lieber da rein, als sie auf dem Zettel rumliegen zu farben. Und der Zettel geht verloren. Und das hier sind Links in Verzeichnisse. Und wer hätte sich gedacht, wenn ich hier auf so einen Link gehe und Tab drücke, dann lande ich in meinem Source-Verzeichnis. Und dadurch muss ich mir das nicht merken, muss ich nicht suchen. Das ist quasi der Startbildschirm. Und das da sind die Links zu den Remote-Rechnern. Also wenn ich da denke, dann muss ich nur Tab drücken und dann mache da SSH-Verbindung nach draußen auf und so weiter. Das sind Links zu den aktuellen Dingen, die ich tue. Und beispielsweise ist hier der Link zu den Slides. Ja. So. Die da. Okay, ja, Emacs ist, Emacs kann man, das ist Org Mode. Org Mode kann auch ein paar Dinge mehr. Org Mode kann Tabellen machen. Und so. Beispielsweise, das ist alles ein Texteditor. Der Mensch, der das gemacht hat, hat gemeint, Text ist das universale Format. Dieses kann ich jemandem anderen schicken, der kein Emacs macht oder sowas. Der kann es trotzdem lesen, im Gegensatz zu anderen Word-Prozessoren oder sowas. Genau, vielleicht als Beispiel, was man alles in Org-Mode machen kann. Dieses Intro hier. Intro. Hallo, machen wir auf. Ist in Org-Mode geschrieben. Das könnt ihr euch mitnehmen. Sieht trotzdem hübsch aus. Genau. Man kann auch LaTeX in Emacs bearbeiten, mache ich auch den lieben langen Tag. Ist viel, zum Teil besser als irgendwelche normalen LaTeX-Editoren.
Zum Beispiel habe ich die Slides in Emacs bearbeitet. Wer hätte sich's gedacht? Das sind die Slides, der LaTeX-Code dazu. Compilen von Slides ist Ctrl-CC. Slides angucken, die sind gerade offen, machen wir sie lieber zu. Ctrl-CV macht Slides auf. So, Ctrl-CC. So bearbeitet man dann Slides. Wenn man dann irgendwie einen größeren Text hat oder sowas und irgendwie bearbeiten will, dann geht man am besten in den Text hinein, drückt Steuerung, Maus, und damit synchronisiert sich Emacs rechts, links. Das war quasi hier in diesem Subheader. Andersrum, Ctrl-CV synchronisiert meinen Viewer. Also, ist eine schicke Integration, funktioniert eigentlich ganz gut. Es gibt so ein paar Makros, die ich andauernd verwende. Ganz praktisch. Ja. Okay. Ja, Emacs. Es gibt ganz viele lustige Witze über Emacs. Emacs is a good operating system, but lacks a good editor. Den kennt man. Gibt bestimmt viele Leute, die Emacs niemals verlassen, sondern ihr Leben daran gestalten, E-Mails lesen und so weiter und so fort. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich als Init-System, perfekt. Also ich habe mal das mit dem E-Mail-Lesen probiert, das heißt Wanderlust und GNUs und so weiter, das war dann doch ein bisschen arg. Nichtsdestotrotz, diese ganzen Features, die ich jetzt euch gerade gezeigt habe, bekommt man im Prinzip nicht irgendwo anders in einem großen Paket. Und der kann halt trotzdem irgendwie die neuesten Sprachen, so wie C-Sharp und was habe ich gerade installiert, irgendwie ein Captain Proto-Modul für so Serialisierungsdateien, der kann halt... Es gibt halt für Emacs fast alle solche Highlighting-Sachen und so weiter. Das ist halt der Vorteil, weil es halt viel verwendet wird. Okay, eins der anderen Witze, die es noch gibt, das ist, Emacs ist kurz für 8 Megabytes of RAM and constantly swapping. Ja? Das ist damals, als Richard Stallman es gebaut hat, war halt RAM teuer. Der hat irgendwie tausendfach mehr RAM, ja. Wirklich tausendfach mehr RAM. Und damit geht es heute eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz gibt es diverse Editoren, die viel RAM brauchen. Sowas wie Atom, das braucht viel RAM und kann trotzdem nichts. Okay. Dann gibt es noch das Bildchen. Wo sind meine Slides hin? Dann gibt es noch das eine Witz, den XKCD-Comic, den muss ich natürlich auch noch zeigen. Real Programmers use which editor? Real Programmers use Emacs? Nein. Real Programmers use Vim? Real Programmers use Ed? Nein. Real Programmers use Cat? Ja, genau. Real Programmers use a magnetic needle and a steady hand? Das kann ich auch nicht. Und die Antwort ist, real programmers use butterflies. Und dann da unten geht's weiter. Ach nein, da geht's weiter. They open their hand and let delicate wings and flap once. Und dadurch kommt dann durch Chaos-Theorie irgendwie das auf die Festplatten drauf tun. Und die Antwort ist, butterfly ist in Emacs drin, natürlich. Und jetzt kommt dieser magische Kommando heißt meta-ex. MetaX, ja, komm schon. MetaX, ich warte kurz, bis das weg ist. Ach, mein Teil funktioniert nicht. MetaX, Butterfly. Do you really want to unleash the powers of the butterfly? Okay. Damit bin ich am Ende und hoffe, ich habe euch motiviert, mal hier die Anleitung durchzugehen. Könnt ihr euch mitnehmen. Wenn nicht, dann gibt es das in dem Fahrplan nochmal zum Runterladen und dann müsst ihr eure eigenen toten Bäume bedrucken. Aber hier gibt es genügend, glaube ich. Okay, noch Fragen oder? Danke.
Ja, ja. Ich habe da jetzt ein paar Tastenkombinationen gesehen, die wären für mich mit meinem Layout sehr schmerzhaft zu tippen. Und wenn es mit dem Tastaturlayout? Ein englisches. Schalt's einfach um. Ja. Bitte? Da gab es bis vor kurzer Zeit nichts, ja, oder sehr wenig. Da musste man seine eigenen Lisp-Sachen down-compilen. Da gibt es inzwischen ganz gute. Da gibt es Marmalade und so. Und ich verwende irgendwie das ELGET. Ich habe die damals ausprobiert. Das ELGET hat irgendwie den Vorteil, Pakete auch wieder löschen zu können. Das ist ganz praktisch. falls ihr meine Emacs-Config irgendwann mal aufmacht, da gibt es hier ganz am Anfang eine Liste von Paketen. Das ist mein Emacs-Config, könnt ihr dann mal lesen und durchgucken. Da ist hier irgendwie so eine Liste von Paketen. Und die synchronisiert der. Das heißt, der lädt sie sich runter und installiert die. Beispielsweise, ich habe da alles Mögliche mal ausprobiert und dann auch wieder entfernt, weil es mir zu nervig war. Also es gibt noch unglaublich viele andere Pakete und flashy Sachen. Ich habe die mal alle ausprobiert und dann wieder zurückgeschnitten von dem, was ich verwende, weil vieles einfach mehr Hassle ist und mehr nicht die Effizienz steigert. Ja? Aber so funktioniert Package Management, zumindest mit ELGET. Es gibt Frage beantwortet. Ja. Nein, doch, diese Tabs gibt's, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Das ist die Liste aller Buffer. Und bei mir ist die am Ende des Tages sehr, sehr lang. So viele Tabs will ich nicht offen haben. und der nette Tab, du suchst ja auch, man kann hier dann drin auch suchen. Das ist ganz praktisch. Also ich verwende die Bufferliste und die wird sehr lang. Ganz alternativ gute Windows-Tabs. Ach ja, er ist schon fort. Frage. Ich war ursprünglich bei Vim und bin dann irgendwann aus Schmerzen wegen Vim zu Emacs gewechselt, habe ein bisschen rumkonfiguriert und habe dann irgendwann Space Emacs entdeckt. Eine moderne Konfiguration, die nochmal näher überbaut. Seitdem habe ich irgendwann die Config auf 5 Zeilen runtergebrochen und 5 Layer aktiviert und es funktioniert einfach. Also, ja, ist ein guter Hinweis, ja. Das heißt SpaceMax, das ist neu. Soweit ich hab's mal angeguckt, das ist wohl Emacs so konfiguriert, dass es für Vim-User ein ganz guter Umstieg ist, wenn ich das recht verstehe. Ja. Ja. Also die Standard-Config von Emacs ist einfach alt und nicht verwendbar. Aber irgendwie jeder hat so seine eigene Config und man muss auch seine eigene Config irgendwie dann mit der Zeit pflegen. Das fängt ganz einfach an, indem man sich die eigenen Kommandos zusammenstellt, die eigenen, die wichtigen Kommandos irgendwie auf die Tasten legt, auf die man es gerne hätte. Und beispielsweise die erste Adaption, die ich glaube ich gemacht habe, war irgendwie Alt G war da ist Go to Line. Sonst musste man irgendwie Control C G drücken und es waren zwei Tastenkombinationen statt einem für sowas Häufiges. Ne? Aber das lernt man dann. Coding by Googling. Bei der Vim-Workflow ist ja eigentlich so, ich bin da Mesh unterwegs, sage Vim-Datei, bearbeite die, gehe dann immer wieder aus Vim raus. Jetzt Emacs ist ja selber kein Konsolenprogramm, ich bin dann der Workflow da drauf. Du verlässt Emacs nie. Ja, das geht auch. Das macht man auch nicht. Ja, das geht gar nicht hier. Ja, müsste man. Ja, ja. Ja, gut, jetzt habe ich zwei Emacs, das ist schlecht, ja. Wenn ich jedes Mal nur auf meinen Editor warten müsste, ich gebe halt Vim ein. Das scharfe Messer, was? Gut ist, das andere ist der Ledermann, der ein bisschen schwerer ist.
Ja, für Emacs gibt es ja auch die kleine Serverarchitektur, dass man im Prinzip alle Emacs offen hat, indem man Server laufen lässt. Und wenn man dann im Terminal unterwegs ist und einen File bearbeiten möchte, startet man das als Emacs Client, das wird dann im Server geöffnet, dann an den Tieren schließt es wieder und dann hat man auch im Prinzip keine Ladezeit. Ja, mache ich natürlich auch. Also ich mache mal irgendeine Datei auf. Das waren irgendwie meine Notizen, in denen, wenn ich in meinem normalen File-Manager da drauf drücke, dann ist das noch immer das gleiche Emacs. Ja? Weil das den Emacs-Client aufruft und dann den Server sagt, also dem Emacs-Server, dass dieser einzelne Prozess sagt, mach diese Datei auf. Mach die nicht zu. Genau. Kann ich Dateien praktisch gleichzeitig mit anderen bearbeiten, also nicht versionsverwaltungsmäßig jetzt, sondern wirklich direkt, also das sind mehrere Cursor. Ach, Multicursor? Multicursor ist ein Vim-Feature. Du fragst nach Multiple Cursor sowas wie das da hier. Moment, wie geht das? So? Nein. Dass ich mehrere Leute verteilt. Das da meinst du nicht, das ist, das bin ich. Sowas wie Etherpad, sowas wie Google Docs und Etherpad. Habe ich noch nicht gemacht, nein, keine Ahnung. Okay. Probieren wir das mal aus. Interessant. Noch irgendwelche Fragen? Ja, bist du mit Emacs irgendwo an Grenzen gekommen, wo du einen anderen Editor oder Emacs benutzen musstest? Ja, ich habe Java schreiben müssen. es gibt Sprachen, wo die Editoren einfach so gut sind oder die Integration der Sprache in den Editor, wo da hast du keine Chance. Ja? Und dann drückst du die ganze Zeit, dann schüttelst du dich immer, der Editor kann das nicht, so welche, die Dinge, die ich euch heute gezeigt habe. Ja? Und ja, du störst. In der gleichen Richtung. Wie skaliert das mit Größe und Teilen? Also zum Beispiel Single Scaling, bei mir hat so Probleme auf der 30.000 Zeilen bei bestimmten Dateien. Da gibt es den netten Witz, ja, dieser Editor kann Dateien aufmachen, die größer als 2 Megabyte sind. Schon seit ein paar Jahren. Da musste man nicht unbedingt eine Pressrelease machen dafür. Es gibt eine lustige Abfrage, ab irgend so 25 Megabyte fragt er dich, möchtest du wirklich die Datei aufmachen? Wenn man ja drückt, kann man das durchaus machen. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo eine große Datei habe. Oh ja, meine Accession Errors ist ziemlich groß. Accession Error is large, 90 Megabytes. Dann machen wir die mal auf. Nee, die ist nicht remote, ist hier. Das hat jetzt, okay, zugegebenermaßen kein Syntax-Highlighting. Die größte Limitierung ist irgendwie, dass er die Zeilenumbrüche machen muss. Und sonst. Ja, also wir können mal den C++-Highlighter auf Accession Errors loslassen. Dann gucken wir mal, was passiert. Das dauert ein bisschen, aber müsste eigentlich gehen. Ja, das waren ganz nett. Also viele von den Dingen, die am Anfang, also Emacs lädt viele Dinge on demand. Wenn man so eine C++-Datei aufmacht, dann lädt er erst dann das C++-Highlighting-Modul. Da hat ein Kollege, nachdem er das dann ausprobiert hat, nachdem er das ausprobiert hat, mich gefragt, warum das beim ersten Mal so langsam ist oder warum das so langsam ist. Ja, mach mal eine zweite Datei auf und dann lädt er das halt nicht mehr. Ja? Das braucht er dann nicht. Also viele von den Dingen sind beim ersten Mal. Das ist Loading on Demand. Das ist auch eine gute Idee, weil sonst habe ich tausende von Modes gleichzeitig. Ja. RAM.
laute Fragen. Soweit ich das mitgekriegt habe, war das schon an der Uni. Ja? Also hast keinen so irgendwie Chef, der dir deinen Editor vorlegt. Ich habe das zum Beispiel in meinem Studium mitgekriegt, dass wir da irgendwie Praktika hatten und da war halt die Voraussetzung Windows Eclipse. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf die Arbeitswelt hochskaliert und man kriegt dann halt irgendwie seine Arbeitszeit nicht mehr mit dem Eclipse oder mit einem anderen noch schlimmeren Tool, wenn es was überhaupt gibt. Ich habe schon die ganze Zeit die Angst einfach, dass ich praktisch irgendwo anfange zu arbeiten und mir irgendeinen Scheiß vorgesetzt wird, den ich benutzen soll. Wie kann man Leute mit einem nicht technischen Hintergrund klar machen, dass man sehr viel effizienter arbeiten kann, wenn man ein Leatherman oder scharfes Messer benutzt? Kann ich dir nicht beantworten. Der Vortrag fußt auch oft in dem, dass häufig meine Kollegen neben mir sitzen und dann ich irgendwas bearbeite, Git-Commits mache und so weiter. Und ich nenne das die Emacs Slideshow. Ja? Weil das sind drei Monitore, die Dinger bewegen sich so schnell, die sind alle so bunt. Ich glaube, man muss denen einfach sowas mal zeigen. Und vielleicht überzeugt man sie dann. Es gibt noch eine lustige andere Geschichte, die angeblich tun die Visual Studio Entwickler Visual Studio nicht verwenden, sondern Emacs. Ja, ich meine, um sowas zu entwickeln, muss halt irgendwie was anderes verwenden. Ja? Also das ist vielleicht die Idee dabei. Ja. Ich glaube, das wird nichts mehr hier. Uiuiui. Okay, wir haben Partial Highlighting. Naja. Was ist braun bei dir für Farbe? Das ist jetzt C++ Highlighting auf. Ja, was in C++ ist braun? Achso, Kommentare, denke ich. Weiß ich nicht. Das ist das Erste, was ich an deiner Config umgebaut habe. Es gibt diverse hübsche Farben, kann man sich alles aussuchen. Das heißt irgendwie Emacs Themes oder sowas. Also wenn euch meine Farben nicht gefallen, dann ist das kein großes Problem. Ja, irgendwas, also, ja, okay. Gibt's in allen möglichen. Das werde ich mal nachher ausprobieren im Hackcenter. Okay, noch was. Was ist eigentlich mit Whitechart, also mit italienischen Zeichensystemen? Du stellst Fragen. Kannst auch. Kann ja? Hat jemand Erfahrung mit Emacs und Python? Ja. Wunderbar. Dann bleibe ich mal. Okay, cool. Ja, doch noch. Nochmal. Hat jemand Erfahrung mit Emacs und Neo? Ja, das bei uns im Büro verwendet. Okay, cool. Dann, danke.